lasst mich gewinnen. Aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann lasst es mich mutig versuchen. So lautet der Alter Special Olympics, einer Sportorganisation, die Jugendlichen und Erwachsenen mit mentaler Behinderung Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten bietet. Im Rahmen der 4. Nationalen Winterspiele wird der Eisschnelllaufbewerb in der Wasserkraftarena Innsbruck veranstaltet. Die Veranstaltung wird gut aufgenommen. Erstens mal bin ich froh, dass die Special Olympics auch hier in Innsbruck Station machen. Nach unseren ersten Olympischen Jugendwinterspielen ist es auch ein gutes Zeichen der Integration, dass nicht nur diejenigen, die ganz an der Spitze in der Jugend im Sport stehen, sich hier in Innsbruck gemessen haben, sondern dass jetzt auch Menschen mit Handicaps, mit geistigen, mentalen Handicaps hier Sport betreiben, achte ich für eine tolle Geste und daher bin ich froh, dass diese Veranstaltung hier stattfindet. Nicht nur Österreicher, sondern auch Teilnehmer aus Deutschland und Holland sind mit am Start. Und alle sind mit Begeisterung dabei. Ja, weil mir das gut gefällt und ich tue gerne Eislaufen. Und ich habe als kleines Kind schon angefangen, bin ich schon auf der Schuhe gestanden, die Eislaufschuhe. Und jetzt hoffe ich, dass ich gut dabei bin, bei den ersten drei vielleicht oder vier, ist ja wurscht. Und wenn ich nichts mache, dabei sein ist einfach alles. Mitzumachen, das macht mir selber so Freude, da mitzulaufen zu können. Wir haben dafür extra trainiert und so und dass wir es dann schaffen. Gut ist es gegangen. Daumen drücken. Die Daumen werden also festgedrückt. Es läuft also fantastisch. Wir haben jetzt ein paar tolle Rennen schon gesehen. Ich bin ganz begeistert über die Leistungen, die die Athleten und Athletinnen vollbringen. Die Athleten beweisen also erneut großen Sportsgeist.